Oft hören wir in Diskussionen, sei es in den Medien oder auf der Straße, dass eine gewisse Person real oder fake ist. Aber was meint man eigentlich mit real oder fake? Damit ist gemeint, dass eine Person eine gewisse Art an den Tag legt, welche nicht ihrem wahren Charakter entspricht. Und diese Person auf Grundlage irgendwelcher Vorteile so eine Charakteränderung aufweist. Subhanallah. Meine lieben Geschwister, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn ein Mann mit vielen Frauen Zina begeht und dazu steht, dass er sie nur wegen Zina trifft, dann ist er real. Ein weiteres Beispiel, um es zu verdeutlichen. Wenn ein Junge die Art besitzt, alle fertig zu machen, die Leute abfällig zu behandeln, solange er sich nicht verstellt und auf nett macht, ist er angesagt. Und dann ist er real. Allahu Akbar. Es spielt gar keine Rolle, auf welcher Grundlage du Handlungen tust, beziehungsweise welchen Charakter du an den Tag legst. Hauptsache, du bist deiner Art treu. Bei dieser Fragestellung geht es also gar nicht um islamisch oder unislamisch, sondern bloß darum, ob sich deine Handlungen und Aussagen mit deinem Charakter decken. Wir aber sind Alhamdulillah stolze Muslime. Wir lieben Allah, seinen Gesandten, die Muslime, das Gebet, den Koran, Ramadan und haben eine Abneigung gegenüber Falschheit, Lüge, Verrat, Diebstahl oder Mord. Es wird offensichtlich, dass wir Muslime zu den Sachverhalten eine klare Stellung einnehmen. Unser Ziel im Diesseits ist das Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Und dieses ehrenhafte Ziel erreichen wir nur durch Gehorsamkeit gegenüber unserer Majestät Allah azza wa jal. Als Muslime leben wir nach dem Maßstab, ein gehorsamer Diener Allahs ist besser als ein ungehorsamer Diener Allahs. Leider sieht man heutzutage, dass Menschen ihren Chef besser behandeln als den Mitarbeiter. Wenn eine Person nicht so viel Geld besitzt, schwach ist, kaum Freunde hat, wird sie hart behandelt, schroff und abwertend. Man macht sich lustig über diese Person, subhanallah, ohne auf ihren Gehorsam gegenüber Allah zu schauen und ihr auf dieser Grundlage den Respekt zu zollen. Man behandelt Personen, von denen man sich einen diesseitigen Vorteil erhofft, viel besser als jemanden, bei dem man keine Vorteile sieht. Traurige Wahrheit. Unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte Folgendes: Wahrlich, der übelste aller Menschen ist derjenige, der zwei Gesichter hat, indem er sich zu diesen Menschen mit einem Gesicht und zu jenen mit dem anderen Gesicht begibt. Du musst verstehen, wie du dich jetzt korrekterweise zu verhalten hast. Meine lieben Geschwister, es geht nicht darum, jetzt rauszugehen und die Leute mit dieser islamischen Brille zu bewerten und sie mit ihren Fehlern fertig zu machen, sondern als erstes ist es ein Aufruf an die eigene Person, damit man sich bessert und ein gehorsamer Diener Allahs wird und somit sein Wohlgefallen erreicht. Gerne soll man versuchen, auf barmherzige und respektvolle Weise seine Umgebung zum Positiven zu verändern. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns einen Ratschlag. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten.